Herzlichen Dank für das große Interesse. Und warum steht jetzt hier ein Kaufmann hier? Ich habe zum Glück eins gesehen, da stand auch Wirtschaft mit dabei. Darum habe ich gedacht, ich traue mich auch mit dem Schlips hier rein. Habe aber Verstärkung mitgebracht, jemand, der auch kompetent Ihre Fragen beantworten kann. Denn von der Ausbildung her bin ich, wie gesagt, Kaufmann. Aber ich möchte das Ganze halt etwas in Kontext setzen. Es geht nämlich nicht nur um die Einführung vom neuen Fahrzeug, sondern was wir momentan erleben, ist eine Veränderung. Und wenn wir mal kurz zurückblicken, und Herr Professor Fehrenbach, Sie haben es gesagt, ich bin Baden-Württemberger, ich bin in Heidelberg geboren, ich bin in dieser Stadt zur Schule gegangen, wo die erste Tankstelle war, das ist nämlich Wiesloch. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es 1888, da sah Mobilität noch so aus und eine Tankstelle so. Und es ist noch gar nicht so lange her. Und seither hat sich natürlich viel getan. In den 50ern, wie einfach war die Welt noch? Diesel für die LKWs, Benzin für die normalen PKW. Aber mittlerweile, wenn Sie in eine Tanksäule gehen, stellen Sie fest, hoppla, die Welt wird wesentlich komplexer. Da gibt es Biofuels, da gibt es alles Mögliche, bis zu Ladesäulen für Elektroautos mittlerweile. Also es ist nicht mehr so einfach. So auch unser Unternehmen. Toyota hat sich verändert. Denn das sind unsere Wurzeln. Wir waren mal Webstuhlhersteller. Man vergisst es immer. Dann ging es über die erste Produktion. Und wenn man sich das jetzt heute mal betrachtet, dann sind wir ein Unternehmen, das 1937 erst gegründet wurde als Automobilunternehmen. Wir haben heute 51 Produktionsstandorte in 27 Ländern weltweit. Also wir sind nicht mehr japanisch, darum stehen auch hier Deutsche vor Ihnen. Denn mit 10,3 Millionen Fahrzeugen, die wir produzieren, in 160 Ländern verkaufen, das schaffen sie nicht mehr aus Japan raus. Marktanteil, da sieht man natürlich noch die Bedeutung des japanischen Marktes mit 46%. USA, unser zweitwichtigster Markt. Und Europa natürlich, sehr starker Wettbewerb mit 4,8%. Schon noch ein bisschen das Stiefkind, wo vielleicht noch Potenzial ist. Weltweit beschäftigen wir 340.000 Mitarbeiter. Und wenn wir auf Europa gucken, da sind wir auch erst ein bisschen jünger hier. Denn seit 1963 erst, haben wir aber mittlerweile auch 9 Produktionsstandorte in 7 Ländern und verkaufen auch hier mittlerweile 888.000 Fahrzeuge. Und eins ist interessant, kumuliert bereits 850.000 Teilzeitstromer, unsere Hybride. Mitarbeiter haben wir hier, wenn wir unseren Handel noch betrachten, wie auch alle, die jetzt im weitesten Umfeld mit uns zusammenarbeiten, 93.000 Mitarbeiter und direkt sind hier 20.000 in der Produktion, Forschung und Entwicklung und im Design bei uns beschäftigt. Eine Philosophie von uns ist, wir gehen dorthin, wo wir Kunden haben, produzieren wir auch. Von daher ist es keine Überraschung, dass die Fahrzeuge, die Sie alle hier aufgelistet sehen, vom Aygo über den Yaris bis zum Dyna, auch hier in Europa produziert werden. Also 2/3 unserer vermarkteten Fahrzeuge hier in Europa werden auch hier vor Ort produziert. Aber, und hier kommen wir jetzt natürlich auf das Hauptthema, 10,3 Millionen Fahrzeuge. Die Wachstumsmärkte sind in Regionen, die nicht eine Insel der Glückseligkeit sind, wie in Deutschland, möchte ich es mal bezeichnen. Denn trotz aller Probleme, die wir haben, man lebt hier noch sehr komfortabel, aber das ist nicht so. Also das enorme Bevölkerungswachstum, die wachsende Anzahl von Fahrzeugen, die führt natürlich zu einem Anstieg der Nutzung fossiler Brennstoffe und damit natürlich mit all den Problemen, die Sie kennen, sei es CO2-Emissionen, die Luftverschmutzung und natürlich der Unfallzahlen. Und da müssen wir jetzt mal nicht weit gucken. Paris war gerade vor 14 Tagen, war wieder geschlossen für den Verkehr wegen Smog. Also es ist nicht nur ein Phänomen, das wir jetzt aus den USA oder China kennen. Es ist direkt in unserer Nachbarschaft. Und deshalb haben wir uns bereits vor Jahren mit einer Vision beschäftigt. Einer Vision, die auf 4 Pfeilern aufbaut. Das ist einmal das Thema Sicherheit. Wir halten zum Beispiel autonom fahrende Fahrzeuge als nicht das, was das Wichtigste ist. Aber wenn die Fahrzeuge miteinander kommunizieren können, kann man Unfälle vermeiden. Da sehen wir den Nutzen. Aber wenn jemand Auto fahren will, soll er noch Auto fahren. Ansonsten gibt es öffentlichen Verkehr, sei es in der Stadt oder der Bahn. Komfort ist natürlich die Vernetzung. Hier kommen wir natürlich wieder zu Verkehrsleitsystemen. Denn darum geht es, dass wenn Verkehre laufen, dass wir wissen, was ist mein bestes Verkehrsmittel, um mein Ziel zu erreichen.
Das hat sehr viel mit Datenmanagement und Ähnlichem zu tun. Und natürlich die Einfachheit, diese Systeme zu nutzen. Wir haben ja auch Carsharing-Systeme, aber die Fahrzeuge, die jetzt nicht nur im Verkehr zusätzlich reingeworfen werden, sondern wo wir versuchen, mit öffentlichen Verkehrsbetrieben Verkehr zu optimieren. Und über allem darf man natürlich eins nicht vergessen, das ist die Ökologie. Wir gingen vor 20 Jahren den alleinigen Weg, Hybrid einzuführen. Und so ist heute auch das Verständnis, dass wenn es um das Thema Wasserstoff geht, wir auch nicht warten wollen, bis alle die Entscheidung getroffen haben, sie wollen mitmachen. Deshalb, was sind unsere Ziele? Es sind drei ganz einfache Ziele vielleicht. Wir suchen nach alternativen Energiequellen, denn davon leben wir. Das ist der Sprit unserer Fahrzeuge. Wir entwickeln Fahrzeuge, die effizienter und emissionsarmer sind. Aber wir waren nicht unbedingt, bis jeder davon überzeugt ist. Sondern wenn wir davon überzeugt sind, dann machen wir das. Und der Hybrid hat es bewiesen, wir haben auch eine lange Ausdauer und betrachten das mit großem Interesse, was passiert in anderen Bereichen. Was sind die Hauptenergiequellen? Auch hier für uns. Öl wird weiterhin eine der Rohstoffquellen für die Fahrzeuge sein. Aber hier geht es natürlich, wie gesagt, über Hybride, um Verbräuche zu reduzieren und damit Emissionen zu reduzieren. Ferner betrachten wir natürlich, und wenn man sich ein Land wie Japan anschaut, eine Insellage. Sie haben keine natürlichen Rohstoffe. Alles, was sie brauchen, muss von draußen reinkommen. Sind sie permanent unter Druck zu überlegen, was ist das effizienteste System? Und wir sehen hier halt im Bereich erneuerbare Energien über Wasserstoff die Möglichkeit, Brennstoffzellen effizient zu betreiben. Dazu wird Peter Wand gleich ein bisschen mehr sagen, weil das ist dann der Fachbereich. Aber, und jetzt komme ich zu dem, was ich anfänglich gesagt habe, die Rolle des Wasserstoffs in einer nachhaltigen Gesellschaft. Es geht nicht nur um die Mobilität. Es geht um die Verknüpfung von einem Stromkreislauf mit einem Wasserstoffkreislauf. Denn wenn sich Energieflüsse fossiler Brennstoffe reduzieren, Erneuerbare wesentlich stärker in den Fokus kommen, dann muss man sich die Frage stellen, wie speichere ich diesen Strom? Ideal ist natürlich sofort, was ich habe, hier Elektrofahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Aber das Problem ist, ist das Auto genau an der Ladesäule? Und wenn Sie sich die Leistung mal durchrechnen, da kommen Sie nicht weit mit. Also, was für Möglichkeiten haben wir heute? Und da öffnet Wasserstoff eine wunderbare Möglichkeit, Energie, besonders erneuerbare Wind-, Solarenergie, zu speichern, später der Industrie, beziehungsweise dann auch der Mobilität oder Haushalten zur Verfügung zu stellen. Daran arbeiten wir mit unserem Unternehmen, um diese Vision umzusetzen. Und deshalb ist unsere Mobilitätsvision auch dergestalt, dass wir natürlich sagen, und das heißt ja oft, Toyota zieht den Stecker der Elektromobilität. Beinichten. Wir produzieren jeden Monat 100.000 Hybride. Bei jedem Auto ist eine Batterie drin. Wir gehen nur nicht davon aus, dass die Elektromobilität die Probleme der Langstrecke löst. Wir sehen Elektromobilität im Innerstädtischen, in kürzeren Strecken, wo kleine Stadtfahrzeuge wunderbare Dienste leisten können und bezahlbar sind. Es geht nämlich um Kosten. Mobilität muss bezahlbar sein und nicht ein Privileg einiger weniger. Wo wir natürlich auch in Zukunft einen großen Markt noch weiterhin sehen, sind die Hybride und die Plug-in-Hybride. Aber eben, wir beginnen schon heute mit dem Thema Brennstoffzelle und sehen natürlich hier vor allem im Pkw-Bereich, aber auch dann bei Bussen und Lkw große Möglichkeiten für die Zukunft. Ich habe jetzt gerade einen Film mitgebracht, der das ein bisschen illustriert. So, das ist so ein kleiner Ausblick, wie auch vielleicht in Zukunft zukünftige Modelle aussehen könnten. Vielleicht sieht der nächste Prius auch ein bisschen sportlicher aus als der heutige. Man sieht ja so ein bisschen die Vision. Was uns natürlich jetzt hilft, solche Technologien relativ einfach einzuführen, ist unser Hybridbaukasten. Denn, wie Sie hier sehen, das, was wir heute millionenfach schon verbaut haben, viele der Teile finden sich in allen unseren anderen Fahrzeugkonzepten wieder.
sei es beim reinen Elektrofahrzeug. Sie vergrößern einfach die Batterien ein bisschen. Und wir bauen alle unsere Batterien selbst. Toyota ist bereits seit 75 Jahren in der Batterieforschung und in Produktion. Beim Plug-in-Hybriden, da führen sie halt noch ein Ladekabel dazu, aber im Prinzip die gleiche Architektur. Und dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, im Bereich der Brennstoffzelle auf diese Systeme zurückzugreifen und damit Kosten zu reduzieren. Jetzt haben wir heute leider das Fahrzeug noch nicht dabei, denn es wird im September, ich sage das vorab, hier in Deutschland auch eingeführt. Aber wir haben also den Vorläufer draußen stehen, da haben Sie nachher auch die Möglichkeit, das Fahrzeug zu sehen und einige dann machen wir auch noch gerne eine Probefahrt. Aber vielleicht als kleiner Aufwärmer und Vorschau auf was kommt, wie unser Unternehmen den Mirai sieht. Und hier hören Sie jetzt auch einige Worte des Chefentwicklers, wie auch des Designers, der ein bisschen die Philosophie hinter dem Fahrzeug erklärt. Da steht noch Start 2014 drauf. Das war natürlich für Japan, weil dort sind wir bereits im Markt. Aber einen Kommentar wollte ich noch machen. Da stand ein Wort drauf von unserem Chefentwickler. Dieses Fahrzeug wird uns den Weg für die nächsten 100 Jahre weisen. Es ist nur ein Beginn, den wir momentan haben. Und von daher kann man jetzt auch keine Wunder erwarten. Aber wir halten diese Technologie als wegweisend für die Zukunft. Und das wird jetzt Peter im Detail erklären. Ja, schauen wir noch mal ganz schnell nicht in die nächsten 100 Jahre, sondern gehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Hier in Deutschland entsteht immer so der Eindruck, die Brennstoffzelle, das ist das Thema von Mercedes. Das ist auch zum Teil durchaus richtig, aber soll heißen, auch in anderen Regionen, also speziell in Nordamerika und auch in Japan, hat man sich diesem Thema schon vor langer Zeit angenommen. Also hier die ersten Versuche 1996, dann die verschiedenen Varianten hier 2001, 2002. Die Fahrzeuge standen zum Beispiel hier auch auf der IAA in Frankfurt. Und 2002 ist man dem Thema schon so ein größeres Stückchen näher gekommen. Das waren so die ersten Fahrzeuge von Toyota, aber auch von Honda, die damals auch schon in die Öffentlichkeit gingen. Also das waren so Versuchsfahrzeuge, die aber dann durchaus auch an institutionelle Nutzer gingen. Dann kam eben 2008 das Fahrzeug, was draußen steht, der FCHV Advanced, ein Fahrzeug, was also bis zu 800 Kilometern Reichweite hat. Das war der Technologieträger, also von den Dingern, die da draußen, also der draußen steht, davon gibt es gute 100, die auch weltweit überall im Einsatz waren, beziehungsweise noch sind, allerdings so im Prinzip so dieses Jahr im Juli ist die Zeit für die Fahrzeuge vorbei. Die erreichen dann alle so ein Alter, wo man einfach sagt, die Testphase ist vorüber, also die Fahrzeuge, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, die gehen jetzt zurück. Die werden dann auch leider verschrottet, davon bleibt natürlich ein oder zwei fürs Museum, der Rest ist dann verschwunden. Ja, warum? Der ist da. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die nächste Generation ist auch schon da. Das heißt also, der Brennstoffzellen-Stack der nächsten Generation ist längst im Versuch. Das heißt also, das Fahrzeug, was heute auf den Markt kommt oder was gerade auf den Markt kommt, das ist nicht Technik von gestern, aber schon wieder ein Schritt in dem Weg zur Einführung. Aber die nächste Generation, wie gesagt, ist schon auf den Prüfständen. Schauen wir uns kurz an, warum beschäftigen wir uns denn mit dem Thema Wasserstoff? Der Andi hat das eben schon erwähnt. Ein ganz wesentliches Thema eben ist für den japanischen Markt eben Energieautarkie. Wie komme ich da hin? Über welchen Pfad komme ich da hin? Wasserstoff ist das Thema. Das heißt, am Ende des Tages, Wasserstoff kann ich heute aus allem gewinnen. Einfachste Variante, ich kann das aus Erdgas machen zum Beispiel. Das ist zwar noch CO2 behaftet, aber ein Weg zum Beispiel bei großen und billigen Gasvorkommen, wie zum Beispiel in Amerika durchs Fracking, ich kann daraus Wasserstoff gewinnen. Und wir werden gleich sehen, die Umsetzung des Wasserstoffs in einer Brennstoffzelle hat einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als zum Beispiel die Umsetzung in einem Verbrennungsmotor. Also ich habe einen ganz guten Energiewandler. Also ein Wasserstoff-Anwendungsfeld. Ich kann Wasserstoff eben nicht nur in der Mobilität, sondern das werden wir nachher auch sehen, im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung. Ich kann Wasserstoff ins Erdgasnetz einspeisen. Ich habe also unglaublich große Möglichkeiten, mit Wasserstoff zu arbeiten. Hohe Energiedichte, ja, ja und nein. Wenn wir es aufs Gewicht beziehen, ja. Wir können heute mit so einem Fahrzeug draußen, der hat 6 Kilogramm Wasserstoff dabei. Das ist ja nicht wirklich viel, 6 Kilogramm für eine Alltagsreichweite von bei dem Fahrzeug wirklich echten 500 Kilometern, also nicht Testzyklus, sondern Alltagsreichweite. Das Problem ist nur, für die 5 Kilo, selbst bei 700 Bar, also das heißt, der Wasserstoff wird auf 700 Bar verdichtet, brauchen wir immer noch ein Tankvolumen von 140 Litern. Also verglichen mit Benzin oder Diesel brauchen wir ein großes Volumen bei einem relativ kleinen Gewicht. Aber im Vergleich zu Batterien natürlich,
hohe Energiedichte, das heißt also, das macht Wasserstoff interessant. Wasserstoff entlädt sich nicht, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich ihn gasförmig speichere, dann habe ich hier kein großes Problem durch Diffusion oder Ähnliches. Das heißt, ich kann den auch ganz gut lagern und wie gesagt, ich kann ihn heute eigentlich aus allen Quellen gewinnen. Und wenn ich ihn aus regenerativen Quellen beispielsweise gewinne, dann habe ich natürlich hier in dem Prozess auch keinerlei CO2-Emissionen. Schauen wir uns das Auto kurz an. Jetzt machen wir es mal ein bisschen technischer. Was ist an dem Fahrzeug besonders interessant? Der hat quasi nichts zu tun mit dem, der draußen steht. Gut, er fährt auch mit Wasserstoff, hat auch eine Brennstoffzelle. Aber es ist keine Weiterentwicklung des Stacks des Fahrzeugs draußen, sondern es ist eine komplette Neuentwicklung. Das heißt, man hat aus diesen 100 Fahrzeugen gelernt, dass das System zwar ganz gut funktioniert, auch was Lebensdauer anlangt, eben Reichweite, alles gut, aber kostentechnisch nicht darstellbar. Das war die Aufgabe. Die Aufgabe war zu sagen, okay, wie kann man jetzt aus diesen 100 Fahrzeugen den nächsten Schritt gehen? Wie kann ich ein System entwickeln oder wie muss so ein System aussehen, was ich in einen Bereich bringen kann, dass es vermarktbar wird? Vermarktbar wird, das sehen Sie da unten schon irgendwann in den Kosten, oder sind Sie hier gar nicht drin? Also 78.000 Euro ist ja noch ein Wort für ein Auto. Ne? Ist jetzt kein Luxusauto, ist jetzt, ne, aber schon ein Fahrzeug, Sie sehen das hier, 4,90 Meter, also im Prinzip so E-Klassen vergleichbar. Wir bewegen uns da schon in so einem Preislevel, ne, durchaus im Bereich der gehobenen Mittelklasse. Leistungsdaten, 153 PS, 113 kW, 9,6 Sekunden von 0 auf 100, also jetzt auch kein echter Sportwagen. Geschwindigkeitsbegrenzt bei 178, warum? Für den Rest der Welt völlig ausreichend. Das geht in Deutschland auch immer ganz gerne verloren. Für den Rest der Welt braucht das niemand, Punkt. Ne? Ist 178 schon weit über dem, was man da so fährt. Ansonsten von den Abmaßen eben ein normales Fahrzeug. Sie sehen jetzt hier eins, plattformmäßig müssen wir natürlich schon was tun. Wir können jetzt nicht mit so einer ganz konventionellen Plattform arbeiten. Warum? Da sitzt die Brennstoffzelle unter den Sitzen. Sehen wir gleich noch ein bisschen im Detail. Die ist mittlerweile so klein geworden, also diese 153 PS, die hole ich aus 35 Litern. Kennen Sie, haben Sie ungefähr eine Vorstellung, 35 Liter? So eine Cola-Kiste, wenn man die komplett nimmt als Volumen, das sind so ziemlich genau 35 Liter. Mehr ist das nicht. Also das ist das Brennstoffzellensystem, klar. Und das Fahrzeug nimmt 5 Kilogramm Wasserstoff mit. Das heißt, da brauchen wir noch ein Tankvolumen von 120 Litern. Die müssen wir natürlich auch irgendwo hinbauen. Und wir kommen gleich an einen ganz entscheidenden Punkt. Wo müssen wir die hinbauen? Da, wo sie sicher sind. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir setzen die nicht dahin und auch nicht dahin, sondern irgendwo hier im Bereich um die Hinterachse herum. Das ist so der sicherste Punkt, den ich im Fahrzeug habe. So, schauen wir uns das an. Eben schon erwähnt, warum oder wo sieht Toyota den Weg eben für das Elektroauto, das batterieelektrische Auto oder das Brennstoffzellenauto? Brennstoffzellenauto ganz klar vom Einsatzzweck her eben längere Reichweite. Längere Reichweite heißt so, das sind Reichweiten, die fangen so bei 300 Kilometern an, 250, 300 Kilometer. Da komme ich an diesen Break-Even, wo ich mir Gedanken machen muss, wenn ich das mit einem konventionellen Fahrzeug mit Batterien fahren will, dann wird das sehr teuer. Nehmen wir mal das Beispiel Tesla, die schaffen eine Alltagsreichweite von ungefähr 300 Kilometern, wenn man nicht so schnell fährt. 300 Kilometer kosten heute 85.000 Euro in der Minimalausstattung. Also das heißt, das ist ja auch ein Wort für ein Fahrzeug. Ne? Deshalb der Punkt für uns, klein, leicht elektrisch, wunderbar, Plug-in-Hybrid eben schon erwähnt, aber das reine batterieelektrische Fahrzeug, das soll stadtnah verwendet werden mit deutlich geringeren Reichweiten. Da hat es Kostenvorteile. Da sehen wir auch keine Brennstoffzelle. Das heißt also, wir sehen nicht den Smart mit einer Brennstoffzelle. Macht die Technologie, macht da keinen Sinn. Sondern da würden wir ganz klar eben diesen Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge gehen. Gehen wir nach hinten raus, lange Reichweite und machen wir das noch ein bisschen, ich werde da nachher nochmal drauf eingehen, was machen wir denn mit LKWs? Die haben heute typische Reichweiten von 800 bis 1000 Kilometern mit einer Tankfüllung. Machen Sie das mal mit Batterien. Und dann schauen wir nochmal auf die Nutzlast und das Nutzvolumen, auch mit den prognostizierten Entwicklungen im Batteriebereich. Keine Chance. Also für groß, schwer scheidet das Batteriethema aus. Das heißt, ich brauche sowieso eine Option. Elektrischer Antrieb, wunderbar, ist auch gerade für Schwerkraftverkehr. Warum haben wir elektrische Lokomotiven im Güterverkehr? Drehmoment aus dem Stand heraus, wunderbare Anfahrbeschleunigung. Also der elektrische Antrieb ist dafür wunderbar geeignet. Aber der Punkt ist halt, Batterie wird nicht das Konzept sein, mit dem ich diese Verkehre dann stützen kann. Also, groß, schwer, lange Reichweite, Brennstoffzelle, klein, leicht, stadtnah, eher batterieelektrisch. Das äußert sich worin? Ganz nüchtern, die Brennstoffzelle ist viel, viel billiger geworden. Wir werden das gleich sehen. Es gab bei den Brennstoffzellen gibt's immer so ein paar Probleme und die Hauptprobleme sind, wir brauchen einen Katalysator, damit diese Reaktion zwischen Sauerstoff und Wasserstoff abläuft. Und dieser Katalysator ist
Platin. In dem da draußen stecken ungefähr 100 Gramm. So, das macht das Auto nicht so attraktiv. Also vielleicht für die Wiederverwertung schon, aber als Produktionsfahrzeug kann ich das nicht machen. Das heißt, ich brauche in dem Bereich heute eher so 15 Gramm, 30 Gramm wird schon schwieriger, 15 Gramm, da bin ich so im Bereich der Beladung eines guten Katalysators oder Dieselabgasreinigungssystems. Also, Platinbeladung runter, wenn mir das gelingt, ist das ein Thema. Und das andere ist, die Tanks, die 700 Bar Druck standhalten, woraus sind die? Die sind natürlich leider nicht aus Aluminium oder Stahl, sondern die sind aus Carbon, also Kohlefaser. Und Sie können sich jetzt vorstellen, zwei Tanks, die eben einen Prüfdruck von 1850 Bar standhalten, die sind auch nicht so ganz günstig in der Herstellung. Das heißt also, die Hauptthemen, die ich bei der Brennstoffzelle habe, im Stack ist die Platinbeladung, das andere ist das Tanksystem. Das sind die beiden Kostentreiber, die ich habe. Beziehe ich das aber auf die Reichweite des Fahrzeugs und auch auf die Entwicklungsschritte, die wir in letzter Zeit gemacht haben, dann komme ich mit der Brennstoffzelle heute von der Kostenseite deutlich schneller nach unten, als das im Batteriebereich passiert. Fangen wir mal mit den No-Gos an. Ne? Das ist immer so die erste Diskussion. Wasserstoff ist doch super gefährlich. Sie kennen das Bild vielleicht noch, die Älteren kennen das alle. Lakehurst, ne? Das ist ein Zeppelin, der da in einem Gewitter verbrannt ist. Aber wir sehen jetzt hier, die ist so nachkoloriert, diese Abbildung. Aber da ist eins ganz interessant. Wissen Sie, wie Wasserstoff brennt? Mit welcher Farbe? Farblos. Also das, was wir da sehen, ist kein Wasserstoffbrand, sondern da brennt das Öl, der Treibstoff, die Hülle vor allen Dingen. Aber nicht der Wasserstoff. Der Wasserstoff brennt auch, aber was macht der? Eine Idee, 12-mal leichter als Luft, das heißt, was tut der als erstes? Der muss leider weg, der kann da unten nicht bleiben. Und das hat man in diesen Versuchen mal ganz schön dargestellt. Man hat also hier ein Fahrzeug, ein Benzinfahrzeug und ein Wasserstofffahrzeug mit so einem 3-mm Loch versehen, hat dann da so eine Zündung eingeleitet. 3 Sekunden nach der Zündung, Sie sehen das jetzt hier, das Benzin beginnt zu brennen. Der Wasserstoff, das ist eine Infrarotaufnahme, ne? Deshalb sehen wir jetzt hier auch eine Farbe. Der Wasserstoff brennt auch, aber Sie sehen schon, was macht der? Wohin brennt der? Ne? Der geht halt nach oben weg, weil er nicht anders kann und brennt im Prinzip über dem Fahrzeug. Und eine Minute nach der Zündung sieht es dann so aus. Jetzt haben wir hier leider nicht mehr so viel Wasserstoff drin. Hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Reifen brennen, die Innenausstattung und. Das heißt also, um das Fahrzeug brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Hier, naja, gut, die Haube wird verkohlt sein, der Kofferraum vielleicht auch. Aber im Prinzip haben wir so von der Sicherheitsseite hier mit Wasserstoff eigentlich kein größeres Problem, als wir es bei einem herkömmlichen Fahrzeug haben. Betrachten wir kurz die Energiemenge. Wir haben heute in der Brennstoffzelle Wirkungsgrade so bis 65%. Im Vergleich zu einem konventionellen Verbrennungsmotor, da liegen wir eher im 35-prozentigen Bereich. Das heißt, wir nehmen auch ungefähr nur die Hälfte der Energie mit. Also alleine aus der Energiebetrachtung heraus. Wir nehmen in einem Benziner oder Diesel doppelt so viel Energie mit für die gleiche Reichweite, wie wir das im Wasserstoffbereich tun würden. Also, das Feuerthema, dass er brennen wird, ist nicht unwahrscheinlich. Die Zündgrenzen für einen Wasserstoff sind sehr weit. Also das heißt, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich entzündet. Explodieren wird er nicht. Warum nicht? Das, was Sie mal in der Schule gelernt haben, das ist ein bisschen ärgerlich eigentlich, dass das immer passiert ist. Sie haben da sehr konkrete Mischungsverhältnisse hergestellt in einem Reagenzglas. Eben, Sie haben dem Wasserstoff nicht erlaubt, dass er sich entsprechend verteilen kann. Das heißt also, um zu einer Wasserstoffexplosion zu kommen, brauche ich im Prinzip sehr spezifische Verhältnisse. Ich brauche einen geschlossenen Raum mit einem bestimmten Mischungsverhältnis. Die Entzündung, wie gesagt, hochwahrscheinlich. Eine Explosion kann man weitestgehend ausschließen. Schauen wir uns ganz kurz die Architektur an, das Sicherheitsthema. Also wir bleiben beim Sicherheitsthema. Das ist das Fahrzeug, was draußen steht. Sie sehen, der hat 4 Tanks. 4 Tanks macht es natürlich noch mal teurer. Warum? Ich brauche hier 4-mal Sicherheitsventile und. Also einfach als Sicherheitsaspekt. Jeder Tank hat ein Magnetventil. Magnetventil heißt, bei einer Leckage im Fahrzeug verteilt sind Wasserstoffsensoren. Warum? Wasserstoff hat keine Farbe, keinen Geruch, keinen Geschmack. Das heißt, ich kann es gar nicht wahrnehmen. Also brauche ich Sensoren. Wenn Wasserstoffsensoren einen Austritt von Wasserstoff feststellen und wirklich im Molekularbereich, dann sperre ich hier unten die Magnetventile ab. Dasselbe gilt bei Crash. Wir haben heute Airbag-Sensoren. In dem Moment, wo ein Airbag auslöst, Gurtstraffer oder ähnliches, werden die Flaschen hier unten geschlossen. Das heißt, die Wasserstoffzufuhr wird abgeriegelt. In diesen Ventilen ist es genauso wie bei Erdgasfahrzeugen. Da ist eine Schmelzsicherung drin. So ungefähr bei 100 Grad geht die auf. Das heißt, danach tritt der Wasserstoff kontrolliert aus. Das heißt, die Flasche platzt nicht, sondern der Wasserstoff tritt kontrolliert aus und wird dann abbrennen. Also wichtig, Positionierung der Komponenten. Bei diesem Fahrzeug sitzt der gesamte Brennstoffzellenbereich hier unten. Das ist der Stack, also die eigentliche Brennstoffzelle oder die
der Zusammenbau der Brennstoffzellen, der sitzt hier im Motorraum. Obendrauf sitzt die Leistungselektronik. Beim neuen Fahrzeug haben wir das etwas anders geregelt. Aber wichtig ist eben, wir versuchen die Komponenten, die eine Gefährdung darstellen, an sicheren Plätzen zu lagern. Da sehen wir noch mal ganz kurz das Fahrzeug im Querschnitt, den Mirai, also das Fahrzeug, was in Serie geht. Zwei Tanks, ein Tank auf der Hinterachse, ein Tank unter der Rückbank, dort, wo sie eben am besten positioniert sind. Wasserstoffsensorik in dem Bereich, wenn Leckagen auftreten, werden die Flaschen halt abgeschaltet. Gleiches geht beim Crash. Der Stack selber unter den Fahrer- und Beifahrersitz, weil er eben so klein baut. Hier vorne ist der elektrische Antrieb, die Leistungselektronik zum Teil, die Kühlung, Klimaanlage und eben die normalen Fahrzeugkomponenten, die Sie kennen. Und wichtig ist eben auch, wo kommen die Komponenten her? Die wird gekühlt, die Brennstoffzelle, ganz normal flüssigkeitsgekühlt. Das heißt also, wir verwenden einen normalen Wasserkühler. Also wir versuchen, so viele Komponenten wie möglich aus dem normalen Autobereich zu verwenden. Alle Hybridfahrzeuge haben elektrische Klimakompressoren. Das heißt, die Klimaanlage geht nicht über einen Keilriemen, wie Sie das von einem normalen Auto kennen. Die sind elektrisch angetrieben. Wir haben da hinten eine Speicherbatterie. Die Speicherbatterie kommt in dem Fall nicht vom Prius, sondern vom Camry-Hybrid, 245 Volt. Also alles, was geht an Komponenten aus der Serie, kommt in das Fahrzeug rein. Und man ist eben bemüht, möglichst wenig neu entwickelte Teile, die natürlich in kleinen Stückzahlen laufen, entsprechend hohe Kosten verursachen, hier zu verbauen. Anderes Thema Sicherheit, auch klar. Das Ganze ist gut geschützt von unten. Wir haben eben gesehen, der Brennstoffzellen-Stack sitzt unter den Fahrersitzen, also bekommt der auch noch so eine Art Unterfahrschutz, dass, wenn ich zum Beispiel von der Fahrbahn abkomme, hier keine Beschädigungen im System auftreten können. Die Tanks sitzen natürlich nicht im Fahrzeuginnenraum, sondern die sitzen im Fahrzeugunterboden. Hier sehen wir nochmal die Bodengruppe, entsprechende Verstärkungen, und hier hätten wir die beiden Aufnahmen hier für die Tanks. So wird das Ganze zusammengebaut. Das heißt, der komplette Antrieb- oder Brennstoffzellenstrang mit Tanks, mit Leitungen, mit Sensorik wird komplett vormontiert auf so einem Schemel, Fahrschemel, wenn man so will, wird dann von unten unter das Fahrzeug gehoben, also die sogenannte Hochzeit, und in einem als komplettes vormontiertes System und auch geprüftes System im Fahrzeug verbaut. Kaltstartfähigkeit. Warum ist das ein Thema bei der Brennstoffzelle? Was entsteht da? Wasserstoff und Sauerstoff, Elektrizität und Wasserdampf. Und Wasserdampf, was macht der? Der kondensiert, die Brennstoffzelle friert ein, dann kennen Sie das alle noch, der Volumensprung des Wassers, dann ist sie hin. Das heißt also, was muss ich tun? Ich muss sie zuerst mal nach jedem Abstellen trocknen, das Wasser muss raus. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Das ist das Abstellproblem. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie starten das Ding bei minus 30 Grad. Das Erste, was die Brennstoffzelle macht, wenn sie reagiert, es entsteht Wasser. Der Stack ist aber noch unter 0 Grad. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, der friert ein beim Hochlaufen. Kann ich nicht machen, geht nicht. Ist er hin. Da hat man Jahre für gebraucht, und die da draußen stehen, da sind viele von dem Wintertest gewesen. Und man hat am Anfang ganz vorsichtig versucht, diese Brennstoffzelle zu starten, ganz langsam, damit da ja nichts kaputt geht. Aber man kommt dann immer an den Punkt, dass sie einfrieren. Und irgendwann hat jemand gesagt, Moment, ist ja ein Hybridsystem. Ich gehe nochmal eben eine Folie zurück, oder zwei. Der hat eine relativ große Batterie. Und die ist kalt, hat den super Widerstand. Also kann ich heizen, in Anführungszeichen. Also was tut man heute? Kaltstart heißt, sofort die Leistung hochfahren. Das heißt, die Brennstoffzelle muss sofort viel Leistung abliefern. Warum? Dadurch wird sie relativ schnell warm. Wo geht die Leistung hin? Der schiebt die Leistung einfach gegen die Batterie und kann damit eben nach kürzester Zeit die Temperaturen über den Nullpunkt bringen. Und wichtig eben hier auch, 35 Sekunden nach dem Start hat das Brennstoffzellensystem 60% der Leistung, 70 Sekunden nach Start 100% der Leistung. Also Kaltstart geht heute, kein Problem. Minus 30 Grad. Und wenn jemand von Ihnen schon mal in Skandinavien war, da lässt keiner sein Auto auf minus 30 Grad auskühlen, sondern die hängen alle schön an den Steckdosen, die haben die sogenannten Blockheater. Das heißt, die Autos werden einfach im Winter an die Steckdose gesteckt, dass sie gar nicht so stark auskühlen. Also mit minus 30 Grad durchgekühlt. Durchgekühlt heißt eben auch lange Standzeit, kann man so ein Fahrzeug heute einwandfrei starten. Und eben auch wichtig, man kann es auch bei tiefen Temperaturen betanken. Das ist ja das nächste Problem. Stellen Sie sich vor, das würde nicht gehen. Haben sie auch nichts gekonnt. Jetzt sind sie in Finnland zum Beispiel, in Rovaniemi, da laufen die Wintertests, da gibt es eine Wasserstofftankstelle, da können sie dann eben auch bei minus 25, 30 Grad Außentemperatur in Anführungszeichen ganz normal tanken. So, und jetzt müssen wir uns noch über eins Gedanken machen. Die Wirkungsgrade der Brennstoffzelle,
und die Leistungsanforderungen. Wir haben heute ein kleines Problem und dafür ist diese Grafik ganz gut. Wie viel Leistung brauchen wir denn so im Alltag? Und wie viel Leistung nehmen Sie denn so mit? Also die Golfklasse, die liegt heute so zwischen 115 und 130 PS in der Standardausrüstung. Die ersten Golfs hatten 50. So, und mit 50 PS kann man wie schnell fahren? Kennen Sie gar nicht mehr, ne? Sind Sie zu jung zu. Die Eltern wissen das noch. So 150 ungefähr, 145, 150 schafft man mit 50 PS. So, mit 100 kW ist man natürlich heute deutlich schneller und vor allen Dingen ist man deutlich schneller. Das heißt also, man kann natürlich viel besser beschleunigen. Aber für den Wirkungsgrad ist das gar nicht so optimal, weil wenn wir mal schauen, jetzt hier mal einfach aufgetragen auf 100 km/h, wie viel Leistung brauchen wir denn so? Die roten Punkte, das sind so die Leistungen, die da so aufgerufen wurden. Und das Fahrzeug ist Fahrzeug der Golfklasse. 10 kW, 20 kW, 30 kW. Also 30 kW sind so ungefähr 40 PS, mehr nicht. So, jetzt schauen wir mal hier, ne, wie groß dieser Teil ist, mit den wir mit 27 PS, so ein 2CV, der hatte so 25 bis 28 PS. Da konnte man schon einen großen Teil der normalen Leistungsanforderungen allerdings an ein 1,5 Tonnen Auto, nicht an ein 650 Kilo Auto abrufen. Ja, und mit 30 kW, also mit 40 PS, können wir noch einen größeren Teil bedienen. Das heißt, wir brauchen eigentlich im Alltagsbetrieb relativ wenig Leistung. Jetzt versuchen Sie aber heute mal einem guten TDI oder einem TSI mit 110, 140 PS klarzumachen, dass der Ihnen 10 kW liefern soll. Kann der nicht. Kann er schon, aber nur ganz schlecht. Da sind die Wirkungsgrade unterirdisch. Da sind Sie in einem Bereich Wirkungsgrad 15%, 10%. Das heißt also, wir haben zwar tolle Dieselmotoren, die super Wirkungsgrade hatten, die Diskussion hatten wir eben, nur im Alltagsbetrieb sind wir leider nicht in dem Leistungsbereich unterwegs, den wir brauchen. Das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, zum einen für die Betrachtung eben der Hybridisierung, zum anderen erst recht für die Brennstoffzelle. Schauen wir uns die kurz im Vergleich an. Das, was wir hier unten sehen, das ist so eine typische Wirkungsgradkurve eines Verbrennungsmotors. Und da sehen Sie genau das, was ich gerade beschrieben habe. Je weniger Leistung, desto schlechter leider der Wirkungsgrad. So, hier oben ist der prima, so im mittleren, so in den oberen zwei Dritteln, so in dem Bereich um die zwei Drittel, Hälfte bis zwei Drittel, da hat er in der Regel seinen besten Wirkungsgrad. Aber so im Alltagsbetrieb bewegen wir uns eher hier unten in dem Bereich, wo der Wirkungsgrad nicht so schön ist. Die Brennstoffzelle verhält sich etwas anders. Ganz wenig Leistung kann die auch nicht. Aber so im unteren Bereich, unteren mittleren Bereich, da hat die einen sehr schönen Wirkungsgrad. Wie gesagt, die Systeme liegen heute so bei 65%. Bei hoher Leistung fällt der Wirkungsgrad aber wieder ab. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das ist ein Brennstoffzellen-Hybrid-System. Alle Fahrzeuge, alle Hersteller sind heute Brennstoffzellen-Hybrid-Systeme. Also die haben alle noch eine Speicherbatterie dabei. Warum? Ich möchte jetzt zwei Dinge tun. Den Bereich hier, ganz wenig Leistung, den möchte ich nicht aus der Brennstoffzelle machen. Kann ich nicht. Das heißt, das soll die Batterie tun. Und das tut die bei einem Prius oder bei einem normalen Hybridfahrzeug auch. Der Bereich, wo der Wirkungsgrad wirklich unterirdisch schlecht ist, das soll die Batterie alleine machen, also das Rumrollen in der Stadt, geringe Geschwindigkeit, macht die Batterie. Da oben, hohe Leistung, da kann die Batterie wunderbar helfen. Also die Batterie da von dem Fahrzeug draußen hat 21 kW Spitzenleistung, in dem Mirai die Batterie hat etwas über 30 kW Spitzenleistung. Das heißt, wir können da oben 30 Kilowatt zusätzlich zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können die Brennstoffzelle schön hier in dem Bereich betreiben. Das, was wir hinten raus noch brauchen, da addieren wir einfach Leistung aus der Batterie hinzu. Das heißt also, das gleiche Know-how im Prinzip, die gleiche Herangehensweise wie bei einem herkömmlichen Hybridfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Also zu versuchen, das System möglichst nur im optimalen Wirkungsgrad zu halten. Und da gibt es noch ein kleines Element, das nennt sich Lastpunktverschiebung. Was soll das heißen? Jetzt brauchen wir wenig Leistung. Die Batterie kann aber nicht genug liefern. Also müssen wir jetzt schon mit der Brennstoffzelle hier in diesem Bereich schlechten Wirkungsgrades. Oder wir erzeugen mehr Leistung. Ein Teil der Leistung geht auf den Antrieb, der Rest geht zurück in die Batterie. Also Ziel ist, wenn ich kann, da oben in diesem Bereich bester Wirkungsgrad zu fahren. Wenn es nicht aus der Batterie alleine geht, dann mehr Leistung erzeugen, um in den Bereich zu kommen und Überschussleistung zurückzuschieben in die Batterie. Also Brennstoffzelle kommt uns sehr entgegen, weil sie eben ihren besten Wirkungsgrad da hat, wo wir uns typischerweise bewegen, im Bereich der geringeren Last. Ich kann kurzzeitig hohe Leistung abrufen, aber im normalen Betrieb ist die Brennstoffzelle typischerweise im besten Wirkungsgrad unterwegs. So, der nächste Killer wird immer auch verglichen mit dem batterieelektrischen Auto. Die Well-to-Wheel-Emissionen, also
von der Quelle bis zum Rad. Das ist immer eine ganz wichtige Betrachtung, die man bei Fahrzeugen anstellt oder eben auch bei jedem anderen System. Wie hoch sind jetzt hier in dem Fall zum Beispiel die CO2-Emissionen von der Quelle bis zum Rad? Bei Benzin oder Diesel, da wissen wir das, kein Problem. Da müssen wir das Zeug irgendwo aus dem Bohrloch holen, da müssen wir es transportieren, da müssen wir es raffinieren, da müssen wir den Kraftstoff verteilen, also das heißt zur Tankstelle bringen, dort verteilen. Dann verfahren wir ihn und dabei entstehen dann entsprechende CO2-Emissionen. Hier ist jetzt keine Betrachtung angestellt worden, was passiert, wenn wir die Brennstoffzelle zum Beispiel mit Erdgas betreiben würden. Also Erdgas zerlegen, daraus den Wasserstoff gewinnen. Dann sehen natürlich die CO2-Emissionen schon höher aus, aber immer noch günstiger als bei dem Verbrennungsmotor. Warum? Aufgrund des hohen Wirkungsgrads der Umsetzung. Gehen wir aber in den Bereich der regenerativen, dann liegen die CO2-Emissionen marginal höher als für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Warum liegen die überhaupt höher? Elektrolyse hat einen Wirkungsgrad, klar. Die guten, die liegen heute so an die 90%, im hohen Bereich hohe 80er, Anfang 90er. Das ist eine Geschichte, also das heißt, ich muss Energie aufwenden, um den Wasserstoff zu erzeugen. Und das nächste Problem ist eben, ich muss den verdichten auf 700 Bar. Kriege ich natürlich auch nicht geschenkt. Das heißt, ich muss Energie reinstecken, um ihn zu verdichten. Und dann hat der Wasserstoff noch ein kleines Problem, auch für den Tankwagen zum Transportieren. Ist natürlich auch nicht so einfach. Sie können sich jetzt vorstellen, wenn ich im Auto schon 120 Liter brauche für 5 Kilo, dann ist das für Linde jetzt auch nicht so einfach, den jetzt mit Trailern zu verteilen. Das heißt, wenn ich es gasförmig mache, kriege ich nicht viel mit. Wenn ich es flüssig mache, ist der Energieaufwand natürlich noch höher, um den Wasserstoff bei minus 252 Grad zu verflüssigen. Aber wie gesagt, aus der Argumentationskette heraus, verglichen mit dem batterieelektrischen Auto, sind die CO2-Mehremissionen durchaus entweder vergleichbar, respektive geringfügig höher. So, also, technologisch kann ich es rechtfertigen, wirkungsgradtechnisch kann ich argumentieren, auch die CO2-Kette ist durchaus in dem Bereich, mit der ich argumentieren kann. Schauen wir uns das System einfach mal an und schauen wir uns vor allen Dingen an, noch mal so ein bisschen im Vergleich zum Vorgänger, was hat man alles anders gemacht? Und wir fangen mal hier vorne an. Was ist das? Ein Booster. Was soll das heißen? Booster heißt, bei den normalen Hybridsystemen arbeiten wir heute mit Spannungen bis 650 Volt. Jetzt liefert die Brennstoffzelle aber keine 650 Volt, sondern die hier, die liefert so ungefähr 370 Volt. Das heißt, damit wir auf unsere E-Maschine, unsere Leistungselektronik und die anderen Komponenten zugreifen können, Spannung hoch. Und natürlich Verlustminderung, klar. Je höher die Spannung, denn Sie können sich jetzt überlegen, wir arbeiten hier eben mit elektrischen Leistungen so bis 115 kW. Da fließen natürlich auch schon relativ hohe Ströme. Von daher, je höher die Spannung, desto geringer die Ströme. Also ein Booster. Booster, um danach einfach in das normale Hybridsystem hineinzukommen. Das andere, was Sie hier sehen, klar, das sind jetzt hier diese einzelnen Brennstoffzellen. Da gehe ich gleich kurz noch darauf ein. Da oben ist die Sicherheitsabschaltung. Man kann das System eben auch stromlos schalten, wenn man zum Beispiel eine Wartung vornehmen wollte oder Ähnliches. Und dann brauchen wir dann noch zwei andere Komponenten. Da sitzt eine davon. Da muss ja Wasserstoff irgendwo herkommen. Der muss auch in dieser Zelle bewegt werden. Das heißt, wir brauchen einen Verdichter auf der Wasserstoffseite. Und wir brauchen Luft. Und die Luft können wir nicht ansaugen, da saugt ja nichts. Das heißt also, wir müssen die Luft da reindrücken. Reindrücken heißt nicht mit unendlich hohem Druck, aber wir brauchen einen gewissen Druck. Das heißt, wir haben hier vorne nochmal einen Verdichter sitzen, der dann die Luft im Brennstoffzellensystem zur Verfügung stellt. Also die einzelnen Zellen, Wasserstoffzirkulation und einen Verdichter, der uns die Luft und damit den Sauerstoff zur Verfügung stellt. Was hat sich entwickelt? Und das ist ganz gut, weil man kann das sofort auf die Kosten übertragen. Wenn Sie eine starke Erhöhung der Leistungsdichte haben in der Regel, dann heißt das, dass Sie auch auf der anderen Seite eine starke Reduktion der Kosten haben. Leistungsdichte höher heißt auf der gleichen Fläche deutlich höhere Leistung. Das heißt in der Regel eben auch, Sie kommen mit weniger Rohstoffen aus, damit eben auch geringere Rohstoffeinsätze, damit geringere Kosten. Also so ein System liegt heute bei rund 3 kW pro Liter. Jetzt können Sie das eben hochrechnen auf die Systeme, die Sie so brauchen. Also ein 100 kW System wäre jetzt bei 31 Litern Volumen. Damit im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor ist das System heute schon deutlich kleiner. Also wenn wir dieses komplette Brennstoffzellensystem vergleichen mit einem normalen Verbrenner mit Automatikgetriebe beispielsweise, dann ist das System heute schon deutlich kleiner. Schauen wir uns kurz die Veränderungen an. Wie gesagt, das ist das System des Alten, das ist das System des Neuen. Also der Alte damals 64 Liter Volumen, 108 Kilo schwer, 37 Liter, 56 Kilogramm schwer. Hier hatten wir noch 400 Zellen drin, die wir auch noch miteinander verschaltet haben.
Hier haben wir heute diese 370 Zellen, die einfach in Reihe geschaltet werden. Kleines Beispiel, die Dicke so einer Zelle, 1,34 mm, können Sie sich das vorstellen? Also das heißt, das gesamte, ein solches Bauteil hier, so eine Zelle, 1,34 mm und so eine Zelle wiegt 102 Gramm. Also relativ klein, so ein bisschen vergleichbar eigentlich mit einer Batteriezelle. Die Stromdichte, das ist das entscheidende Kriterium. Sie sehen, jetzt ist da unten kein Wert angegeben, also Toyota öffnet zwar schon relativ viel zu dem Fahrzeug, aber nicht jeden Wert. Aber wichtig ist Ampere pro Quadratzentimeter. Das gibt mir im Prinzip die Leistungsangabe der Zelle. Und Sie können das sehen, das ist das Modell, was draußen steht. Also heute den 2,4-fachen Wert aus der gleichen Fläche. Und das ist das Entscheidende. Das heißt also, ich hole aus der gleichen Fläche meiner Zelle heute die 2,4-fache Stromdichte heraus. So, jetzt schauen wir uns mal ganz schnell so ein kleines Video an, einfach um mal so einen Blick in diese Zelle zu werfen. Na? Ups. Dauert jetzt einen Augenblick und ich mache mal den japanischen Unterton weg, weil brauchen wir jetzt uns nicht nochmal anzuhören. Die Systeme, über die wir heute reden, die nennt man Proton Exchange Membranes, PEMs. Also das heißt, wir arbeiten mit diesem Brennstoffzellentyp, den man PEM nennt, Niedertemperatur-Brennstoffzelle. Was passiert da? Das kann man hier schön sehen, auf der einen Seite Wasserstoff, auf der anderen Seite Sauerstoff. Und Sie sehen jetzt gleich als erstes mal das Gewebe da. Gas Diffusion Layer, auf Deutsch Gasdiffusionslage, haben wir rechts und links. Da haben wir eine Membran, das ist die Membran, die lässt nur diese Protonen durch. Und da rechts und links, das ist der Katalysator, das ist diese Beschichtung, die wir verwenden, eben Platin, in dem Fall eben nicht nur noch Platin, sondern eine Legierung aus Platin und Kobalt, die diese Reaktion entsprechend beschleunigt. Schauen wir uns das System einfach nochmal so kurz als Blockschaltbild sozusagen an. Das ist das System des Fahrzeugs, was draußen steht, das alte System. Hier haben wir diese Membran, da haben wir die Katalysatoren, hier haben wir diese Gasdiffusionslage, auf der einen Seite eben die Zirkulation von Wasserstoff, auf der anderen Seite die Zirkulation von Sauerstoff. Und jetzt sehen Sie da noch diesen Kasten, Humidifier, der Befeuchter. Bei den alten Systemen müssen wir die Luft auch noch anfeuchten. Das Problem, was wir mit dieser Membran haben, das ist ein Elektrolyt, wenn man so nennt man das. Und der muss feucht sein, sonst funktioniert er nicht. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt auch noch die Luft hier irgendwie anfeuchten muss, ich habe natürlich Wasserdampf, ne? Das ist ja mein Abgas. Und ich muss jetzt diesen Wasserdampf irgendwie wieder in diese Luftzirkulation hineinbringen, damit ich meine Luft, die ich da hineinführe, entsprechend feucht halte, damit die wiederum die Membran feucht hält, damit die Reaktion ablaufen kann. Also relativ komplex, aufwendig. Und als Größenordnung, so ein Ding wiegt 17 Kilo und gibt es natürlich auch nicht geschenkt. Ne? Also war die Frage, muss ich das unbedingt haben? Gibt es nicht eine Möglichkeit, einen Weg zu finden, wie ich auf diese externe Befeuchtung verzichten kann? Warum? Bauteil ist groß, schwer, relativ teuer. Also eine der Möglichkeiten, wie kann ich mein Brennstoffzellensystem verändern? Wie kriege ich das hin, dass dieser Befeuchter wegfällt? Und die Lösung war gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Also das heißt, gibt es ja auch nicht geschenkt. Ja, Sie lachen schon. Ne? Hat man auch eine ganze Zeit für gebraucht. Was muss man machen? Wichtig ist, auf der Seite muss deutlich mehr Wasserstoff fließen. Dann geht das. Dann kriegt man da so eine Rückdiffusion, so nennt man das. Also, aber auch das, ne, das sind alles eben so Forschungsergebnisse. Wie kann man verhindern, dass ich hier extra befeuchten muss, indem ich hier etwas anderes aufbaue? Und schauen wir da kurz rein. Das hier ist noch so ein klassisches System. Wenn Sie heute so eine Abbildung von so einer Brennstoffzelle sehen, dann wird da immer dieses Bild einer Bipolarplatte gewählt. Das sind immer so Platten, die haben so Gänge einmal in die Richtung und einmal dann kreuzweise in die andere Richtung. Das ist so der klassische Aufbau. Das hat man bei diesem Fahrzeug jetzt doch stark verändert. Wir haben auf der einen Seite haben wir diese kleinen Kanäle hier, das ist die Wasserstoffseite. Was Sie da aber sehen, ist die Sauerstoffseite. Und Sie sehen, da sind jetzt so kleine, wenn man so will, so Schuppen. Also auf der Seite hier, auf der Sauerstoffseite, da haben wir so eine, und das ist eine Titanfolie. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass man in dem Bereich Titan einsetzt. Vorher war es entweder Kohlenstoff bei den Älteren, danach rostfreier Stahl bei den Neueren. Aber hier jetzt auf der Sauerstoffseite Titanfolie. Schauen wir uns das kurz an. Hier kann man ganz gut mal an so einem Detail erklären, was man gemacht hat. Also das Problem auf der einen Seite, das Feuchthalten der Membran.
Auf der anderen Seite, bei dieser Reaktion, hat sich hier in diesen Kanälen auf der Sauerstoffseite immer Wasser angesammelt. Und das Wasser, das sitzt dann schön auf der Oberfläche. Das heißt, das reduziert jetzt eigentlich die Oberflächen, die mir zur Verfügung stehen. Wie kriege ich das da weg? Und das war so die Entwicklung, warum man diesen Weg gegangen ist. Mit diesen vielen kleinen Schuppen hier sammelt sich das Wasser gar nicht erst an diesen Stellen an. Ich habe sehr kleine, sehr dünne Kanäle und ich habe hier im Prinzip durch diese Folie so eine Wirkung, die zieht mir das Wasser aus der Brennstoffzelle. Also nimmt das Wasser weg. Ich habe deutlich mehr aktive Oberfläche, damit eben auch eine deutlich höhere Leistungsdichte. Schauen wir uns das hier nochmal kurz im Detail an, auch nochmal im Vergleich. Die Membran ist deutlich dünner geworden. Also man kann heute die dreifache Protonenaktivität hier darstellen als bei den Vorgängern, also bei dem Fahrzeug, was draußen steht. Das hat man hinbekommen eben zum einen durch eine dünnere Membran, zum anderen eben auch durch diese Katalysatoren, die wir da finden. Das ist heute eine Platin-Kobalt-Legierung, die extrem reaktiv ist. Also das heißt, die eben die Reaktion hier entsprechend stark beschleunigen kann. Diese Gasdiffusionslage sieht anders aus. Die ist deutlich durchlässiger. Ich kann die dünner machen und kann hier trotzdem mehr Gas im Prinzip gleichmäßig verteilen. Und so sieht das ganze System dann heute aus. Also es gibt keinen Befeuchter mehr. Der Befeuchter fällt weg, damit 13 Kilogramm, 15 Liter Volumen, die ich nicht mehr brauche. Und durch eine entsprechende Wasserstoffzirkulation hier kann ich über eine Rückdiffusion hier trotzdem sicherstellen, dass die Membran befeuchtet ist. Also unheimlich viel Detailarbeit, Forschung. Also wirklich Ergebnisse, die man immer wieder nur aus den Versuchen herausziehen kann, sagen kann, okay, woran liegt es, wo habe ich diese Wasseransammlung, was kann ich gegen die Wasseransammlung tun? Also sehr, sehr viel Detailarbeit. So, kommen wir zu den Tanks. Das war ja der andere große Kostentreiber. Und was Sie da sehen, das ist so ein Rundwebstuhl. Das heißt, also, da konnte man im Prinzip, wenn man so will, so einen Sack oder also so einen Tunnel kann man auch mit diesem Webstuhl weben. Also da hat Toyota auch mal Patente drauf gehabt. Das ist so ein 3D-Webstuhl. Und Sie sehen das jetzt hier, da sind lauter so Kohlefaserspulen. Und der kann jetzt nicht einfach so einen Lappen weben oder ein Netz oder, wenn Sie wollen, so ein Tuch, sondern der kann eine Struktur weben. Das heißt, ich kann damit im Prinzip, wenn ich will, so eine Art Tankstruktur, kann ich damit weben. Und was wir hier sehen, man hat sich sehr viel Mühe gemacht, genau herauszufinden, wie muss denn so ein Tank gewickelt werden. Das heißt, wie muss denn die Kohlefaser liegen, damit sie entsprechend die Spannungen aufnehmen kann und das mit möglichst wenig Faser. Warum? Klar, Kosten. Kosten ist immer hier das Thema. Und wenn Sie es mal vergleichen, also das sind so die unterschiedlichen Gewebelagen, die eben die entsprechenden Schub- und Scherspannungen aufnehmen sollen. Damals war hier dieser Bereich der Kappe 40 mm dick. Heute ist er 25 mm dick. Und daran können Sie dann im Prinzip vielleicht auch ganz gut ablesen, wie man in dem Bereich Kosten reduzieren kann, einfach durch deutlich geringeren Materialeinsatz, was der Festigkeit überhaupt keinen Abbruch tut, sondern es ist halt einfach abhängig davon, wie ich hier die Kohlefaser entsprechend einsetze, um die Spannung aufzunehmen. Und als Beispiel, was würden Sie schätzen, was wiegt so ein Tanksystem? Grobe Idee. Also es gibt hier so einen schönen Wert. Ne? 5,7% des Tankgewichts ist der Wasserstoffanteil. Jetzt können Sie das hochrechnen, 5 Kilogramm. Also wenn Sie heute in so einen Bereich hineinkommen, hier so rund knapp 6%, also quasi Nutzlast, wenn ich so will, vom Tanksystem, dann haben Sie schon einen ganz guten Wert erreicht. So. Skaleneffekte, klar, Massenproduktion, man lernt halt über die Menge. Das heißt, ich kann andere Fertigungsverfahren einsetzen, ich kann mir Gedanken darüber machen, wie ich im Prinzip meine Werkstoffe einsetze, welche maschinelle Bearbeitung ich darstellen kann, welche Prozesse ich einsetze. Und man kann heute sagen, im Vergleich zu dem Fahrzeug, was da draußen steht, liegen die Kosten für das Fahrzeug bei 5%, also nicht 5% reduziert, sondern es sind noch 5% über von dieser Ausgangsbasis. Und mit diesen 5%, da sind wir in dem Bereich, wo wir genau wissen, das ist vergleichbar mit der Einführung des Prius. Das ist der Punkt, wo man weiß, dass man damit in eine wirtschaftliche Darstellung kommen kann. Das heißt also, ich bin an dem Punkt, ich kann jetzt hier die Kosten nochmal ganz dramatisch durch Massenproduktion senken. Also in den Bereich, der durchaus vergleichbar ist mit einem konventionellen Hybridfahrzeug. So, die haben Sie schon gesehen. Also nochmal der Hinweis. Ganz klarer Einsatz, groß, schwer, lange Reichweite. Da sehen wir die Brennstoffzelle. Natürlich heute das Kerngeschäft wird der Verbrennungsmotor sein. Den werden wir so lange optimieren, wie es geht. Das ist das billigste System, was wir zur Verfügung haben. Klein, leicht, elektrisch.
Dann noch ein kleiner Hinweis, der ist für uns noch nicht relevant, für Sie dann schon. Aber in Japan, nach dem letzten Erdbeben, nach dem Tsunami da, ist das ein ganz wichtiges Verkaufsargument. Das Fahrzeug kann Strom liefern. Das heißt also, das kann in einem Gefahrenfall, das ist hier die CHAdeMO-Dose, also die normale japanische Ladestromdose, kann dieses Fahrzeug über so einen Spannungswandler Ihr Haus mit Strom versorgen. 60 Kilowattstunden, das ist schon eine ganze Zeit, da kann man schon eine ganze Zeit mitmachen. Das ist ein Verkaufsargument, den haben wir hier auch nicht. Das heißt, wir kriegen die Steckdose nicht nach Europa. Ne? Aber für den japanischen Markt ist das so eine Überlegung, so ein Auto auch einzusetzen, eben um im Katastrophenfall durchaus damit eben die Stromversorgung darzustellen. So eine 110-Volt-Steckdose hat er auch noch im Auto, das ist für uns jetzt nicht so relevant. Ja, und dann noch wichtig, Toyota ist eine Gruppe. Das heißt also, da sind verschiedenste Unternehmen unter diesem Konzerndach vereint. Hino kennen wir hier nicht, aber es ist ein großer Lkw-Hersteller. Klar, Brennstoffzellenbus, wie mache ich das? Zwei oder drei Systeme heute. Da baue ich kein Sondersystem, sondern ich nehme ein ganz normales Brennstoffzellensystem, ein zweites und ein drittes. Kann ich nebeneinander setzen, überhaupt kein Problem. Später kann ich natürlich auch die Zellen einfach entsprechend nebeneinander setzen. Aber heute würde man einfach ein normales Autosystem dann eben aufaddieren zu der Leistung, die ich brauche. Toyota ist der größte Gabelstaplerhersteller der Welt. Wasserstoff, unglaublich interessant. Warum emissionsfrei? Kein Batteriewechsel, keine großen Ladestationen. Also auch in dem Bereich, sehr interessant. Blockheizkraftwerke, genauso. Sie haben eben gesehen, Wirkungsgrad 65%. Das heißt, uns bleibt noch ein gutes Drittel Wärme. Das ist auch ganz schön für die Fahrzeugheizung. Ne? Das heißt, wir haben eine ganz normale Wasserheizung. Wir heizen nicht wirklich mit Reichweite. Aber eben auch im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung ist das interessant. Und ganz wichtig für alle diese Projekte hier, es muss das Auto sein, das die Stückzahlen bringt. Keiner entwickelt für einen LKW wirklich ein Brennstoffzellensystem, geht nicht. Sondern das Auto ist das einzige Produkt, was in solche Stückzahlen kommt, dass wir damit eben auch die Kosten so weit senken können, dass wir sie in anderen Bereichen einsetzen können. Ist das aber passiert, dann können wir natürlich hier in allen anderen Anwendungsbereichen hier auf ein kostengünstiges, haltbares System zurückgreifen, mit dem wir dann auch diese Anwendungen fahren können. So, genug geredet. Jetzt machst du den Abbinder. So, für den Abbinder noch. Ja, wie sieht es aus mit der Infrastruktur? So ein Auto will getankt sein. Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Sicherlich ist es nicht jetzt das, was wir heute gewohnt sind mit 14.000 Tankstellen in Deutschland. Aber man sieht es, auch hier in Deutschland gibt es eine Initiative und wir werden Ende dieses Jahres, vielleicht erstes Quartal 2016, 50 Tankstellen auch hier in Deutschland haben, die eine flächendeckende Mobilität vom Norden in Süden, Osten, Westen erlauben. Aber darüber hinaus halt auch in Japan, wo man sieht, die japanische Regierung sehr stark das Thema pusht und 100 Tankstellen baut. Kalifornien ähnlich. Momentan gibt es dort 20 Stationen, aber auch das wird jetzt auf 40 anwachsen und dann bis auf 100 erweitert. Also es ist eine globale Initiative und man ist hier nicht allein. Was wir aber natürlich nicht verschweigen wollen, und das ist, was viele sagen, und ich habe es am Anfang gesagt, es ist der Beginn. Und jeder Beginn ist schwierig. Und wir haben die Erfahrung, wenn wir uns auf die Kurve anschauen und mit unseren Hybridverkaufen, es hat 10 Jahre gedauert, 1 Million Hybride auf die Straße zu kriegen. Es dauert seine Zeit. Mit Wasserstoff vielleicht noch ein bisschen schneller, weil die anderen mit dabei sind. Denn wir sind nicht alleine wie beim Hybrid, sondern es ist eine Initiative aller Automobilhersteller, vom Daimler bis zum BMW, mit dem wir zusammenarbeiten, aber auch die Kollegen aus Korea. Hyundai ist ja auch schon am Markt mit einem Fahrzeug. Aber es dauert seine Zeit. Was wir tun werden, wir werden das Fahrzeug in Europa jetzt so ungefähr im September hier einführen. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung, denn das sind die Märkte, die wir momentan als am reifsten und entwickelsten dafür halten, weil hier eine Infrastruktur existiert. Und wir sind hier gerade momentan dabei, jetzt auch die Kunden zu suchen, denn es wird Nachteile geben. Die Tankstelle ist vielleicht noch nicht überall da. Und man muss sich an das Fahrzeug erstmal gewöhnen. Für viele ist es noch ein komplett neues Thema. Drum machen wir Stück für Stück. Aber die Zukunft ist da. Das ist die Botschaft, die wir Ihnen mitgeben wollten. Und vielleicht ein Satz, der vieles widerspiegelt. Das Ende der Steinzeit kam nicht an Mangel an Stein, sondern weil Leute wie Sie eine Vision hatten, Innovationen und neue Ideen hatten und die vorantreiben wollten. Und wir hoffen, dass die Zukunft der Mobilität, wenn es erneuerbar ist, nicht so aussieht. Und ich glaube, Sie haben hier noch genug Aufgabenfelder, sich zu engagieren.
und gemeinsam mit Unternehmen, sei es aus Deutschland oder aus Japan, daran zu forschen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde vielleicht jetzt noch eins zeigen, denn es gibt, und Sie sind alle YouTuber wahrscheinlich, gucken Sie abends mal rein, da finden Sie auch vieles von uns. Eins haben wir da jetzt auch drauf und das wollte ich Ihnen noch zeigen, denn es gibt ein Unternehmen, das dem Thema Brennstoffzelle durchaus kritisch gegenübersteht und gerne etwas kritisch hierüber berichtet. Drum wollte ich jetzt mal sagen, das ist unsere Antwort drauf, wenn er angeht. Also wie gesagt, folgen Sie uns bei YouTube. Wir haben noch nie so viel geteilt wie momentan mit dieser Technologie, denn wir sind überzeugt, die Technologie hat das Potenzial und deshalb haben wir uns auch bereit erklärt, unsere Patente auf den Markt zu geben. Das sind 5600 Patente, damit Universitäten, Institutionen, andere Unternehmen das Know-how nutzen können, deshalb kostenlos, um vielleicht eine kleine, bessere Welt irgendwann mal zu erreichen, denn es wird noch lange dauern. In diesem Sinne stehen wir jetzt noch bereit, ein paar Fragen zu beantworten und haben anschließend dann noch die Möglichkeit, am Fahrzeug noch das live zu erleben. Danke.